VW Transporter, egal ob T6.1, T6, T5 oder sogar ein T4. Hinten haben die in der Regel keine Lautsprecher drin und wir installieren in diesem Video hier hinten erstmal Lautsprecher rein und das System ist im Prinzip bei diesen Modellen überall dasselbe. Wir haben euch nämlich die passenden Kabel entsprechend vorbereitet mit den entsprechenden Längen, damit ihr das Ganze hier easy installieren könnt und das Ganze mehr oder weniger nur noch anstecken müsst an eurem originalen VW-Radio. Und wer sagt, naja, in meinem VW-Bus ist schon hinten die Vorrichtung drin für Lautsprecher, da liegt vielleicht sogar schon das Kabel drin oder es sind Lautsprecher drin, ihr wollt die aber austauschen zu besseren Lautsprechern, darüber machen wir nun mal ein separates Video. Jetzt geht es darum, dass wir zusammen dieses Lautsprecherset einbauen und dann würde ich sagen, herzlich willkommen bei AAS24, eurem Kanal für geilen Sound im Auto. Und alle vorgestellten Teile findet ihr unten im Video Beschreibungstext. Text. Let's check out. Also, was ist jetzt alles dabei bei unserem Transporter Rear Lautsprecher Einbauset? Wir haben hier zwei Lautsprecher, das sind Koaxiallautsprecher, damit ihr keinen Hochtöner separat irgendwo montieren müsst, was auch gar nicht notwendig ist. Da liegen Gitter mit dabei, dass man das Ganze hier schön so einbauen kann, wie wir es jetzt auch im Fahrzeug drin haben. Und da liegen auch bereits dabei so Blechmuttern mit Schrauben, damit ihr das Ganze nachher in der Verkleidung nachher festschrauben könnt. So, und jetzt kommt's. Jetzt haben wir nämlich hier einen kompletten Kabelkit für euch vorbereitet, der die richtigen Pins für den Anschlussstecker am Autoradio bereits aufgekrimmt hat. Ihr braucht es also nachher nur noch einpinnen. Und die Kabel sind jetzt unterschiedlich lang. Das grüne Kabel ist ein bisschen länger, weil das geht einmal quasi auf der Beifahrerseite ganz nach hinten, auf ganz hinten nach rechts rüber oder zur nach links rüber zur Fahrerseite und dann zum Lautsprecher. Deswegen ist es entsprechend länger. Und auch grün, und grün heißt, das ist die linke hintere Seite, so ist es im Fachjargon, genauso wie das lilane auf der rechten Seite ist und dementsprechend ein bisschen kürzer. Und die Seite, wo die Lautsprecher bereits installiert werden, haben wir euch die Molex-Stecker dran, die auch am Lautsprecher mit dran sind, dass ihr jetzt hier nichts mehr tüfteln müsst, sondern einfach nur noch zusammenstecken und das war's dann. Und im Set dabei liegt entsprechend ein Isolierband, ein Tape, damit ihr den Kabelbaum schön zusammen machen könnt, wie das für euch richtig ist. Wir haben ein Tape mit dabei, damit die Kabel am Blech unter den Verkleidungen ordentlich befestigt werden können. Und es gibt einen, das ist unser Dämmschaum, aber ich zeige euch gleich, für was ihr den verwenden könnt, weil wenn das Kabel hinterm Lautsprecher einfach irgendwo auf Blech hängt, dann kann es sein, dass es zum Klappern anfängt und wir packen das damit ein und das, dann bekommt das Kabel so einen weichen Schaum außenrum und nichts mehr kann klappern. So, das war's. Wir bauen es jetzt zusammen ein, beziehungsweise ich zeige euch, wie ich das eingebaut habe, Stück für Stück. Und dann könnt ihr das super easy nachmachen und das hier als Komplettset findet ihr dann natürlich unten im Videobeschreibungstext, genauso wie die anderen Links, wo mir diverses Einbaumaterial euch noch mit vorschlagen, was ihr vielleicht braucht. Los geht's! Als erstes bauen wir die Teile jetzt erstmal am Fahrzeug so weit weg, damit wir das Lautsprecherkabel vom Radioschacht bis nach hinten legen können, um dann die in die Verkleidungsteile die Lautsprecher zu installieren. Und zum Schluss machen wir natürlich noch am Autoradio die Kabel fest. Und damit fangen wir jetzt an, damit wir das Autoradio erstmal rausbauen. Ja, also los geht's. Mit einem Remover-Tool könnt ihr die ganze Verkleidung hier wegklippen und ihr müsst auch hier noch mal mit unten rein und das Teil auch noch mit wegklippen, zumindest am Anfang, damit das untere Teil hier mit entnommen werden kann. Das hier sind Entriegelungshebel, die ihr nicht bei jedem VW-Bus braucht.
Ich mache euch im Videobeschreibungstext unten die Liste rein, für welche VW-Busse ihr in der Regel solche Auswurfhebel braucht, weil es gibt auch einige Autoradios, die sind jetzt mit 4 Torx-Schrauben festgemacht, also ihr braucht das Material gar nicht. Aber wer es gerne haben möchte und sich mitbestellen möchte, kann das natürlich tun, weil die brauchen wir jetzt, um da oben in den Außenteilen, also oben links, oben rechts, unten links und unten rechts, entsprechend die Verriegelung zu lösen. Können wir das Radio rausnehmen, die Riegel gleich wieder wegmachen. Die Auswurfhebel könnt ihr euch manchmal sogar sparen. Ihr könntet rein theoretisch auch mit dem Schraubenzieher hier reinfahren und ganz leicht dieses Teil hier wegklupfen. Aber besser geht es natürlich mit den Auswurfhebel. Und hier seht ihr schon, wir haben ja schon ein Video gemacht, wo wir die vorderen Lautsprecher, also die vorderen Hochtöner, bereits ergänzt haben. Und wir können jetzt unseren Anschlussstecker hier wegmachen und da können wir nachher rein, aber das machen wir jetzt später. Jetzt haben wir erstmal das Autoradio draußen und können das Kabel, das wir jetzt reinlegen müssen, von hier mit unserem Durchzugsband nach unten durchziehen. Das zeige ich euch jetzt geschwind. Damit wir unser Durchzugsband hier unten easy packen können und hier rausziehen können, können wir da unten die Verkleidung noch wegmachen, also die Fußraumverkleidung. Die ist in dem Fall nur geklippt. Und zwar dreimal. Hier ist eine Lampe, die wir abstecken. Und jetzt kommen wir da auch noch besser hin. Und jetzt ziehen wir das Durchzugsband von oben nach unten durch. Und da kann man jetzt das gelbe Durchzugsband easy packen. Und dann hängt man das Kabel von unten dran und zieht es nach oben durch. Bei unserem Quadlock-Anschluss, das ist alles ab einem VW T5, die haben alle so eine Anordnung drin, die jetzt die mittleren Lautsprecher, also die mittleren Anschlüsse hier, das sind die vorne links und vorne rechts. Und die zwei äußeren hier, und das ist auch bei einem alten VW-Bus T4 mit ISO-Anschluss, ist es auch so, dass die äußeren Lautsprecheranschlüsse, man sieht es eigentlich, wenn man so einen ISO-Anschluss anschaut, das sind die hinteren Lautsprecher. Und in unserem Fall ist das hier da dran für die grünen Lautsprecher, also für das grüne Kabel für hinten links. Und das da dran ist für, für das violette Kabel hinten rechts. Und den Block können wir bei uns sogar ganz easy rausnehmen. Den kann man hier entriegeln und da dran entriegeln. So. Hier, wenn der Anschluss draußen ist, sieht man es noch mal besser. Die 4 offenen Leitungsöffnungen. Und dazu gibt es auch da drinnen diesen Verriegler. Den muss man auch noch lösen. Einmal rausnehmen. Und jetzt können wir unsere Kabel hiermit anstecken. Und ich mache euch jetzt noch ein schemenhaftes Bild hier rein, damit ihr genau seht, welches Kabel kommt jetzt wo rein. Und wir haben jetzt hier unten drin ist unser grünes. Und zwar das mit dem Strich, das ist das Minuskabel. Das wird hier mit eingehängt. Das macht auch richtig schön Klick. Und auf der anderen Seite können wir das hier mit einhängen, das ohne dem Strich. Nochmal richtig rum, so. Genau, und das gleiche jetzt auf der Seite. Das mit dem Strich und Lila. Na. Keine Fummelarbeit ist das schon. So, Klick. Und den machen wir auch noch rein. Ohne Strich. Also einfach nur violett. So, jetzt haben wir auch schon alles drin. Können unseren Verriegler wieder einsetzen. Jetzt stecken wir das gute Stück wieder hier ein und haben unsere 4 Pins belegt. Für alle, die sich jetzt fragen, was sind das jetzt hier nochmal für Abgriffe, die hier drauf sind auf den bisherigen Frontlautsprecherkanälen, da haben wir ja schon ein Video drüber gemacht, um Hochtöner im vorderen Bereich zu ergänzen. Und da haben wir einfach parallel die neuen Lautsprecherkabel für die Hochtöner auf die alten Kabel mit drauf gemacht. Wen das interessiert, dem habe ich hier nochmal einen Link zu dem Video, wo wir ausschließlich uns um die Hochtöner-Nachrüstung im VW T6.1 kümmern mit dem entsprechenden Kabelkit. Geht übrigens auch für T6 und T5 genauso. Wir haben ja jetzt unser neues Kabel bereits schon auf den Stecker drauf gekrimmt bzw. eingepinnt. Ich würde euch empfehlen, wartet mit dem Zurückbauen des Autoradios,
bis ihr mit allem fertig seid. Vielleicht muss man doch noch mal irgendwie ran. Wir haben es jetzt hier auf jeden Fall schon mal fertig und kümmern uns um das weitere Verlegen des Kabels nach hinten. Das Kabel liegt ja jetzt praktisch im Fußraum, was wir jetzt runter gemacht haben. Jetzt könnt ihr da unterm Teppich, und da kann man diesen Türgummi ein bisschen wegmachen und den Teppich, oder den, was auch immer, Teppich ist das gar keins, aber der Fußbodenbelag. Und das könnt ihr dann hier unten rumlegen, hinter den Teppich reinmachen. Und da seht ihr dann auch, da liegt unser Kabel, das wir hier reingelegt haben, direkt unterm Teppich drinne, bis hier zur Fußtrittleiste, und die machen wir jetzt zusammen weg. Da ist ein kleiner Trick drin, zumindest hier beim T6.1. Also ganz grundsätzlich ist es überhaupt kein Hexenwerk, hier ein Kabel entlang zu legen, ob das jetzt ein älterer oder ein neuer VW-Bus ist. Also wir haben halt jetzt hier einen T6.1, deswegen zeige ich es euch jetzt an diesem Fahrzeug. Da muss man jetzt die B-Säulenverkleidung wegmontieren. Das macht man, indem man den Gurt hier mal löst da unten, und dann können wir die ganze B-Säulenverkleidung wegmachen. So, die ist nämlich nur geklippt hier hinten drin, und jetzt können wir auch den Einstieg wegmontieren. Die A-Säulenverkleidung steht nämlich auf der Trittleiste drauf, und die müssen wir jetzt wegmachen, damit das hier frei gemacht wird. Und jetzt können wir auch die ganze Trittleiste nach oben ausklippen. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Unter der Fußbodenverkleidung kann ich jetzt das Kabel entsprechend verlegen, habe ich genügend Platz. Und wer sich jetzt gerade fragt, ja, wo kommt jetzt diese Ummantelung her? Dafür haben wir euch ja im Set dieses Textilklebeband noch mit reingemacht, dass ihr das selber so schön machen könnt, wie ihr das für richtig haltet. Das kann natürlich jeder machen, wie er will, aber ich möchte euch so ein bisschen die Möglichkeiten zeigen, damit man es auch richtig hübsch machen kann. In unserem Fall hat der Eigentümer von dem Fahrzeug hier so einen Teppich reingeklickt, der interessiert uns gar nicht. Den machen wir auf die Seite, darunter machen wir die Verkleidung weg. Die ist genauso nach oben weg zu klippen in dem Fall. So, und dann machen wir es genauso wie vorne. Da können wir jetzt unter den Teppich das Kabel von hier von der B-Säule weiterlegen bis hinter zur C-Säule. Und jetzt machen wir die ganze hintere Verkleidung weg. Wird es noch interessanter. Damit wir an die Seitenverkleidung perfekt drankommen, machen wir die Sitze alle mal raus, die da so im Auto drin sind. Wir haben die Lautsprecher schon installiert. Achtet bitte darauf, dass ihr halt die richtige Position auch für den Lautsprecher bekommt. Das beim T5, T6, T4, T6.1 vielleicht alles ein bisschen anders. Deswegen gibt es hier keine Regel. Ihr müsst jetzt die Verkleidung ja eh abnehmen. Und da lösen wir zumindest mal beim T6.1 die Gurtverankerungen, weil die halten das Ganze natürlich noch mit. Jetzt können wir die Lüfterverkleidung mal rausklippen. Und ihr seht schon, da ist eigentlich nichts mehr zum Schrauben. Es ist jetzt ringsrum geklippt. Das war es nämlich mit Schrauben. Und dazu nehmen wir jetzt wieder Remover Tool und können alle Clips von hinten lösen. Einmal ringsrum gehen. So, ihr merkt das dann schon. So, jetzt wird es sowieso schon gut zugänglich. Und das war's. Jetzt können wir die ganze Seitenverkleidung hier wegmachen. Hier hinten seht ihr, ist das Ganze schon zum Stecken. Und ja, ihr könnt es gar nicht falsch rum einstecken. Es ist alles richtig. Und das ist der Schaum, den wir am letzten Stück noch um das Kabel drumherum machen, also indem wir das einfach so hier reinlegen, das Kabel, und nachher so zumachen, dann schaut es so aus. Und jetzt könnt ihr schauen, hier ist auch eine Dämmung mit drin, die haben wir hier mit reingemacht. Das könnt ihr selber nach Belieben euch auswählen, wie viele Dämmmatten ihr mit dazu einbauen möchtet oder Dämmschaum. Auf jeden Fall haben wir hier diese ganze Verkleidung etwas ruhig gestellt. Und ja, so schaut es aus. Und wenn man jetzt von vorne mal guckt, hier muss halt ein Loch reingesägt werden. Könnt ihr mit der Stichsäge machen, wie auch immer. Das Werkzeug müsst ihr daheim haben. Und ich habe jetzt nur den daher getan und habe den Ring hier innen drin mit einem Edding angezeichnet und das Loch reingemäht. Jetzt müsst ihr beim Raussägen der Löcher nur darauf achten, dass rechter und linker Lautsprecher halt auf gleiche Position sind. Wenn der Sitz drin ist, nehmt halt einen Meterstab, nehmt die Fixpunkte und schaut den Mittelpunkt an. Ansonsten Lautsprecher reinmontieren mit den Schrauben und mit den Klammern.
so wie es schon auf vorbereitet ist bei den Lautsprechern. Und dann habt ihr die Lautsprecher hier drinne und könnt das Ganze wieder hier zumachen. Wir haben jetzt hier hinten drinne das Kabel mit den Klebepads hier fixiert, sind hier oben rumgegangen. Wir können auch unten rumgehen mit den Kabeln, das ist im Prinzip egal, Hauptsache es ist hinter der Verkleidung. Und jetzt können wir natürlich die Seite wieder zusammenbauen. Hier beim T6.1 war die Verkleidung ja relativ leicht wegzumachen, weil sie ausschließlich geklippt war. Das sind also Führungsbolzen, wenn man es wieder reinmacht, dann müssen die Führungsbolzen in dem richtigen Loch drin sein. Und dann schaut er einfach, dass die ganzen Clips sauber in der Vorbereitung drin sind in dem Loch, und dann ist es auch wirklich kein Problem, macht ihr die Clips wieder rein. Bei älteren Fahrzeugen kann es sein, dass da auch nur Schrauben dran sind, die man wegdrehen muss. Meistens sind die offensichtlich, und eben die Gurtverankerungen sind in den hinteren Seitenverkleidungen oft da, die muss man halt dann auch wegmachen. Also das sind die Themen, und wenn man jetzt das Loch raussägt, da würde ich euch sagen, macht wirklich die ganze Verkleidung weg und fangt nicht zum Fuschen an und probiert im eingebauten Zustand das Kabel hier irgendwie hinten rein zum Drücken oder das Ding dann von hier aus auszusägen. Hinten drin sind ja auch Blechteile, die nicht angesägt werden sollen und die man natürlich auch nicht sieht, wenn nicht schon ein Loch drin wäre. Also nehmt das Ding raus, zeichnet es sauber an und dann könnt ihr das auch von draußen besser sägen und das Loch rausmachen. Und die Montage vom Lautsprecher, alles ist viel einfacher. Jetzt machen wir nur die Verkleidung im Heckbereich weg. Und zwar mit 6 Schrauben. Das ist übrigens 20er Torx. Und jetzt können wir die Verkleidung hier auch wegnehmen. Das da könnt ihr liegen lassen. Und jetzt können wir wieder das Kabel hier unterm Teppich verlegen. Die Verkleidung ist echt richtig easy. Da könnt ihr jetzt mit einem 2,5er Imbus entweder die Kunststoffschraube hier rausnehmen und samt Inlay wieder demontieren. Das heißt, er macht es jetzt locker. Das können wir mit allen machen. Und so können wir das ganze Ding hier lösen und hier natürlich auch ein Loch rein sägen, den Lautsprecher montieren. Und ihr seht, hier habe ich auch das schwarze Tape hier nochmal über das Kabel drüber gelegt. Und jetzt ist das Kabel halt da hinten drinne und genauso angesteckt wie auf der Beifahrerseite. Und damit sind wir durch. Die Lautsprecher sind montiert. Und jetzt können wir mal einen Probecheck machen. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil jeder weiß jetzt, okay, hinten sind auch Lautsprecher drinne. Und das Ganze klingt natürlich jetzt wesentlich besser, als wenn man nur vorne Lautsprecher drinne hat. Wir haben jetzt viel mehr Volumen, viel mehr Raumklang. Und das soll es doch auch sein. Wir sollten einen Haufen viel Spaß am K-HiFi haben. Wenn ihr soweit fertig seid, bitte unbedingt noch vorher checken. Gehen die Lautsprecher, geht da am besten auf eure Skala auf alles nach hinten einstellen und dann schaut ihr einfach mal rechts und links. Kommt überall Ton raus, klingt es ordentlich, dann könnt ihr ja das Autoradio wieder einstecken und wieder alles zusammenbauen und die Musik genießen. Und wenn euch das Video jetzt so richtig gut gefallen hat und sagt, hey, Moment mal, das hat mich jetzt tatsächlich berührt, in meinem Auto ist es genauso, ich bin Gott froh, dass das jemand macht und mir zeigt, wie das funktioniert, dann lasst doch ein Abo da, und wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, die wir rausbringen, dann klickt die Glocke, sonst funktioniert es nicht. Und lasst doch ein Like da, einen Kommentar, wie gefällt euch das Ganze, ist es in eurem Auto so ähnlich, könnt ihr damit was anfangen. Wir sehen uns beim nächsten Video ganz sicher wieder, euer Olli.